Ich bin der Marc und arbeite hier bei der Berliner Luft als Metallbauer in Fachrichtung Konstruktionstechnik und bin in ein paar Tagen fertig mit der Ausbildung. Ich bin Sophia und ich habe Industriekauffrau für 3 Jahre bei Berliner Lufttechnik gelernt. Ich bin der Mani, ich bin der Ausbilder bei der Berliner Luft in der Werkstatt. Ich bin der Josef, einer der Ausbilder für Berliner Luft Süd. Die Ausbildung ging 3,5 Jahre mit einer Zwischenprüfung im 2. Lehrjahr. In der Ausbildung habe ich gelernt, wie man richtig mit Metall umgeht, besonders in Form von Biegen, Sägen und Fräsen. Zu Beginn meiner Ausbildung war ich erst im Vertrieb, da habe ich dann alle mal die ganzen Produkte kennengelernt. Dann war ich zeitlang im Einkauf, dann war ich in der technischen Arbeitsvorbereitung im gefalzten Bereich und dann eine Zeit lang nur mehr Spedition und dann bin ich wieder in den gefalzten Bereich für Arbeitsvorbereitung gewesen. Anfangs hatte ich Probleme mit Mathe und dachte mir, ich schaffe das Ganze nicht, aber mein Ausbilder hat mir gut dabei geholfen und jetzt bin ich guter Dinge, dass ich die Prüfung bestehen werde. Am Anfang von meiner Ausbildung habe ich schon Bedenken gehabt, ja, weil ich bin komplett vom technischen Zweig gekommen und wirtschaftlich war dann komplett was anderes, auch in der Berufsschule am Anfang, aber mit der Zeit hat es dann ganz gut hingekommen und dann war es dann kein Problem mehr. Ne? Unsere Azubis erhalten von Anfang an eine praxisnahe Ausbildung in einem professionellen Umfeld. Du wirst bei uns frühzeitig in der Produktion mitarbeiten. Einmal haben wir einen Kamin gebaut, der 20 Meter lang und 2 Meter Durchmesser hatte. Und das war schon ziemlich krass, den zu transportieren und zu bauen. Das Arbeitsklima ist wunderbar. Wenn ich Fragen habe oder Hilfe brauche, ist immer jemand da, der mir zur Seite steht. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich zu jedem Kinder, wenn ich Fragen gehabt habe oder irgendwelche Probleme, da hat mir jeder sofort geholfen, wenn was war und hat mir eine Blätter gemacht oder sonst was. Also das haben alle mir geholfen, doch, ja. Auch wenn du nicht die besten Noten hast, wir machen dich zu einer Top-Fachkraft im Metallbau. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, dann habe ich eine Zeit lang gearbeitet in der Arbeitsvorbereitung und jetzt mache ich meinen technischen Fachwirt als Weiterbildung. Und da zahlt mir eben die Firma auch die Weiterbildung und stellt mir auch für meine Prüfungen und sonst alles frei. Und wenn ich Fragen habe, kann ich ja zu allen Kollegen gehen. Das ist ganz gut, ja. Als ich überlegte, wo ich anfangen soll, fiel mir ein, dass mir Handwerk sehr gut liegt. Dachte anfangs noch an Holzbearbeitung, aber dann, als ich das Metall entdeckt hatte, wusste ich, es gefällt mir hier. Wegen den Arbeitszeiten hat man hier auch eine Gleitzeit. Man kann zwischen 6 oder 7 Uhr anfangen, je nachdem, wann man will. Die Ausbildungsvergütung ist sehr gut und wenn man übernommen wird, bekommt man ein Top-Gesellengehalt. Macht es, bewerbt euch bei uns!